Also für mich persönlich steht Kägi für die Kindheitserinnerung verbunden mit der Wanderung, wo man den Gipfel erklungen hat und sich ein Kägi gönnt. Die Tradition, die Swissness, das ist für uns einerseits Motivation, andererseits tragen wir durch das auch sehr viel Verantwortung, um unsere Konsumenten jeden Tag glücklich zu machen. Die Marke Kägi steht für die luftig leichte Schokiwaffeln, die in der Schweiz jedes Kind kennt. Kägi gibt es seit 1934. Wir exportieren aktuell in über 30 Länder. Durch das, dass wir so ein schwierig zu produzierendes Produkt haben, haben wir uns dafür entschieden, dass wir dort viel mehr Informationen über unser Produkt benötigen. Und dort sind wir schnell an Grenzen gestossen mit der manuellen Erfassung. Darum haben wir uns auch dazu entschieden, dass wir dort den digitalen Weg gehen. Kägi wollte ihre Produktion digitalisieren, um mehr Insights in ihre Prozesse zu erhalten. Der Performance Assessment Workshop war unser gemeinsamer Start. Die Ziele eines Performance Assessment Workshops ist, dass man die Maschinen nicht nur auf der Maschinenebene anschaut, sondern den gesamten Prozess beleuchtet. Das heißt auch die Produktqualität, die Prozessqualität und die Maschinenqualität. Der Performance Assessment Workshop ergab ca. 50 Optimierungspotenziale. Viele dieser Findings haben eine Sache gemeinsam, nämlich dass wir mehr Daten, mehr Zahlen und mehr Fakten benötigen. Demnach war es sehr naheliegend, dass wir als ein Haupt-Follow-up-Projekt das Bühler Insights-Projekt miteinander gestartet haben. Jetzt können von den Rohstoffen über das Backen und Füllen der Waffelblätter bis hin zum Schokoladeüberzug Daten erfasst, analysiert und interpretiert werden. Durch das wir bei Bühler Insights auf Echtzeitdaten zugreifen können, können unsere Mitarbeiter jederzeit auf Schwankungen in Temperatur, in Durchsatz reagieren. Wir rechnen mit einer Gesamt-OEE-Verbesserung von overall zwischen 5 und 8%. Die gesammelten Daten helfen uns nicht nur bei der Rückverfolgbarkeit und Transparenz, sie unterstützen uns auch bei der CO2-Quantifikation. Weitere Projekte neben der Digitalisierung der Value Chain war auch das Thema Automatisierung. Wir konnten in den letzten Jahren gemeinsam mit Kägi eine Erneuerung der kompletten Teigmischanlage, vollautomatische Teigmischanlage durchführen. Wir konnten ein anderes Projekt durchführen in der Erneuerung des Backprozesses durch einen hochautomatisierten Waffelbackprozess und ein vollautomatisches Waffelprüfsystem installieren, welches die Waffel, bevor sie in die Veredelung gelangt, auf verschiedene Qualitätsparameter überprüft. Unsere Pläne für die Zukunft sind, dass wir weitere Maschinen anbinden, weitere Komponenten dazuführen und so jederzeit die höchste Produktqualität bieten können.